Herzlich willkommen bei dem nächsten Teil Scrambler von Marek. Und heute geht es eigentlich nur um das Blinkrelais. Also für die Leute, die es nicht interessiert, können natürlich abschalten. Ich werde heute mal die Pin-Belegung erklären von dem Blinkrelais und werde das mal alles irgendwie so modifizieren, dass es eigentlich irgendwie wieder funktioniert. Gut, ihr kennt ja das erste Video, wo wir dann die Verkleidung ab hatten und dann haben wir gesehen, dass hier noch was zwischengeklemmt war. Und zwar waren diese beiden blauen Kabel einfach hier so an diese beiden blauen Kabel da angeklemmt hier. Ja. Das sind die beiden Kabel, die nach hinten gehen, für rechts und links blinken. Hat er sich sozusagen abgezwackt. Ich musste die Steckverbindung hier komplett rausschmeißen, weil das alles Schrott war. Kommt gleich mehr dazu. Und dann hat er sich Plus und Minus von vorne geholt und hat dann eben nach hinten zum Hänger, zu der Steckdose für den Hänger, die Kabel nach hinten gelegt und hat das eigentlich extra angesteuert. Meine Vermutung ist ja, dass er wahrscheinlich einen Hänger mal angeklemmt hat, der falsch gepolt war hinten und sich dadurch das Blinkrelais zerschossen hat. Weil das funktioniert ja nicht mehr richtig. So, dann haben wir noch das nächste Problem. Durch seine Fummelei hier an den Stecker haben wir überall hier in diesem Bereich, wo es geknickt ist, Kabelbrüche drin. Also wenn man da hin und her krackelt, dann flackert hier das Licht und geht auseinander und funktioniert nicht. Deswegen habe ich den Stecker komplett aufgebrochen, den habe ich nicht auseinanderbekommen und habe leider keinen Stecker gefunden, den ich hätte jetzt wieder einbauen können. Also Marek hat ja hier das neue Blinkrelais gekauft und das hat hier einen 12-poligen Stecker mit zwei Kernen hier oben und das, aber ich habe diesen passenden Stecker nicht gefunden. Jetzt werde ich das anders machen. Eigentlich genauso wie da, nur dass wir über jeden Kontakt zusätzlich nochmal Schrumpfschlauch drüber machen werden. Da habe ich jetzt ein paar Farben hier, die kommen dann über jeden einzelnen Pin rüber und werden verschrumpft, damit die nicht aneinander kommen. Weil die Gefahr ist ja, wenn man das jetzt so reinsteckt und man das so zusammendrückt, dass die hier einen kurzen machen und uns das neue Blinkerli auch defekt machen. Ja? Das darf ja nicht sein. Gut, was habe ich denn eigentlich jetzt vor? Ich habe mir jetzt Kabel beiseite gelegt und noch ein bisschen Schutzisolierung, weil ich muss ja das hier alles nachher wieder neu irgendwie sichern. Und werde jetzt definitiv auch dieses Blinkrelais noch weiter nach hinten verlegen, hier innen drin irgendwo rein. Deswegen werde ich die Kabel gleich verlängern. Wenn ich hier sowieso immer löten muss und verlängern muss und anlöten muss und hast nicht gesehen, reparieren muss, dann machen wir da auch gleich längere Kabel. Kabel habe ich mir schon zurechtgelegt, habe aber leider nicht alle Farben, die da belegt sind. Aber ich weiß ja, wie das ist. Ich weiß ja, wie das angeklemmt wird. Ich habe extra den Stecker hier oben noch dran gelassen, damit ich weiß, wo welches Kabel hinkommt. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell mal durch die Pin-Belegung von diesem Blinkrelais. Fangen wir mal an. Das Blinkrelais ist ja eigentlich so. Ich habe das schon mal geöffnet gehabt, um zu schauen, ob ich das vielleicht doch auseinanderbekomme und irgendwie reparieren kann. Oder mal hingucken kann, ob ich da irgendwas sehe, was kaputt ist. Also dieses Blinkrelais sitzt eigentlich jetzt so. Wir haben hier unten die Lasche zum Anschrauben irgendwo, keine Ahnung, hier ist ja keine Vorsehung dafür. Und haben dann sozusagen hier die vordere Reihe Pins, ja. Fangen wir mal an. Der erste Pin ist nicht belegt. Jedenfalls bei diesem Quad nicht belegt. Ich werde den mir noch durchmessen und werde das vielleicht mal einblenden, wenn ich rausgefunden habe, was das für ein Pin ist. Ich vermute, dass der für die Kontrolllöcher für den Hänger ist, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, weil alles andere wäre ja sinnlos. Gut, dann gehen wir weiter. Der zweite Pin ist Masse. Ja. Der dritte und vierte, der blau-weiße, ist für das Cockpit oben die Kontrollleuchte. Immer links, immer rechts. Oder immer rechts oder immer links. Ich kann es jetzt nicht mehr durchmessen, weil oben das Cockpit zu ist. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Ich habe mir einfach bloß abfotografiert. Gut, ich schweife schon ab. Der rote ist Plus. So, wenn Zündung an ist, liegt hier Plus an. Also das Gerät braucht ja auch irgendwie eine Spannungsversorgung. Ja? Plus und Minus. Und der hier ganz rechts ist der Warnblinkschalter. Der wird oben am Warnblinkschalter über Plus gesteuert. Wenn man da anschaltet, geht hier eine Plusleitung durch und das Relais sagt, okay, ich soll mit alle Blinker blinken. Dann haben wir jetzt mal die obere Seite durch. Jetzt drehen wir das Ding mal komplett um und schauen uns mal die Pin-Belegung von der anderen Seite an. Also die Kabel hier in der Mitte, die beiden, sind von dem Schalter da oben. Und dann haben wir eben mal hier die rechte Seite Blinklicht. Das ist eben mal vorne und eben mal hinten, der noch nicht belegt ist, weil die ja da oben noch ab sind. Und genau auf der Seite ist die linke Seite und vorne und hinten. Die kann man natürlich auch vertauschen, ist ja scheißegal, aber eben die Beanpins sind für links, vorne und hinten und die Beanpins außen
sind wir rechts und die in der Mitte eben für die Scheitern hält. Und ihr seht ja auch, dass das hier alles so ein bisschen scheiße aussieht hier. Und genau so sind die anderen Kabel auch. Da muss mal einer so doll daran geruppt haben, dass die da innen drin kaputt gegangen sind. So, meine Aufgabe ist jetzt erstmal, wir kappen jetzt unterhalb des Knicks die ganzen Steckverbindungen hier. Und dann werden da mit Lötverbinder Kabel rangemacht und werden dann hier oberhalb vom Knick wieder alle angelötet. Und das wird dann alles noch ein bisschen verlängert, damit ich den Blinkgeber hier irgendwie hier drinnen verstecken kann, dass er hier nicht so stört, nachher, wenn ich den Schnorchel hier noch langlege. Wa? Gut, das mache ich aber jetzt einen Schnelldurchlauf, weil das ist eigentlich langwierige Arbeit und man muss da ein bisschen konzentriert arbeiten. Und deswegen mache ich jetzt mal hier so einen kleinen Zeitraffer und starte mal irgendeine schicke Musik. Und dann könnt ihr mal zugucken, wie ich das hier jetzt irgendwie versuche zu reparieren. Also ich muss dazu sagen, das ist eine der schlimmsten Arbeiten, die wir hier an dem Quad haben, nach dem Pitman. Der Pitman war noch ein bisschen aufwendiger, den wir vorne getauscht haben. Gibt es auch schon ein Video, könnt ihr mal gucken. Und ich mache heute hier das Blinkrelais und hoffe, dass das in diesem Teil dann auch alles heile ist und fertig, weil das ist die letzte Arbeit, die wir noch machen müssen. Dann können wir wirklich zusammenschrauben und das Schnorchelkit installieren. Mach. Ich weiß, dass ich ziemlich oft wach sage, aber die Macke habe ich noch nicht geschafft abzustellen. Also, Musik ab. Und dann schauen wir uns das mal an. Musik ab. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Vorspulen. Ne? Und vergesst den Daumen hoch nicht. So, also wie ihr seht, habe ich jetzt endlich alles geschafft. Alle Kabel sind dran. Jetzt muss ich erstmal testen, ob ich hier auch keinen Scheiße gebaut habe und alles richtig ist. Und ja, jetzt sind glaube ich knapp 2,5 Stunden vergangen. Fast, ja, 2 Stunden und 45 Minuten oder was ungefähr. Jetzt mache ich erstmal hinten noch die Lampen ran und dann teste ich erstmal, ob das alles so funktioniert. Schauen wir mal. Und dann kann ich nämlich die ganze Kabelwirrwarr aufräumen
Und dann bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was ich jetzt mit dem Stecker hier mache. Ob ich jetzt mir Gießharz hole und das Ding ausfülle mit Gießharz, dann wird es ein Problem nachher wahrscheinlich mit dem Rausziehen. Oder ob ich irgendwas anderes nehme, was aushärtet und flüssig ist. Also ich muss ja jetzt irgendwie die Kabel da alle noch irgendwie in dem Stecker da fixieren. Klar, man könnte jetzt Kabelbinder hier ranmachen und damit Klebeband ankleben. Ich muss mir das erstmal angucken. Aber erstmal muss ich testen, ob das jetzt funktioniert. Ob ich jetzt alle Fehler behoben habe oder ob irgendwo noch der Wurm in die ganze Elektrik hier irgendwie ist oder kann oder darf oder muss oder gut. Dann baue ich jetzt erstmal hinten an und dann gucken wir mal weiter. So, wie ihr seht, habe ich einmal hinten alles angeklemmt. Gut, hier bei dem Kennzeichenbeleuchtung ist hier noch ein Kabel ab, den muss ich noch anlöten, kommt dann zum Schluss. Und habe jetzt mal das Ladegerät angeklemmt, weil die Batterie ja schwächelt. Und dann wollen wir mal die Zündung anschalten und gucken, was das Blinkrelais sagt. Wie viel Volt haben wir denn? 14, 15? 15 Volt zeigt er an, Ladegerät, war. Ist okay, dann machen wir jetzt mal den Blinker links. Der funktioniert vorne. Und der funktioniert hinten. Das ist schon mal gut. Also die Seite ist schon mal richtig geklemmt. Jetzt machen wir die andere Seite. Der blinkt vorne und der blinkt hinten. Und nicht zu schnell und nicht zu langsam. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Das Problem ist bloß, wenn ich jetzt in eine Steckdose hier mein Testgerät drin stecke. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Muss ich mal so machen, dass man das sieht irgendwie. Kann ich das mit der Kamera stellen? Muss ich mal kurz umändern. Drehen wir mal die Kamera. Und zwar die hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das da? Da unten, ja, da die Steckdose. Die leuchtet jetzt mit zwei rote. Und mein Problem ist jetzt, ja, ich habe es vorher schon mal getestet, ich wollte mich nicht zu doll blamieren. Wenn ich jetzt links blinke, dann blinkt er einmal an und ist er aus. Also irgendwas scheint mit der Steckdose da hinten nicht zu stimmen. Klingt komisch und ist komisch. Also liegt das nicht nur an dem Blinkrelais, sondern irgendwie ist da auch was nicht ganz in Ordnung. Das heißt also, ich muss noch weiter auf Fehlersuche gehen. Aber ich weiß schon mal, dass hier vorne alles in Ordnung ist, weil die Kabel werden ja erst da hinten an dem Stecker abgezweigt für die Steckdose. Und das ist ja eigentlich ein LED-Flasher hier, LED-Blinkgeber. Der sollte eigentlich sich auf die Spannung einstellen und dann das eigentlich so deichseln, dass es auch alles funktioniert. Das kann jetzt sein, dass ich wohl das andere Modul doch wieder einbauen muss. Aber ich messe mir jetzt erstmal die Steckdose durch und gucke mal, wo da der Hund begraben ist. Scheiße. So, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und ich musste das Modul doch wieder einbauen, weil das wahrscheinlich mit dem Blinkrelais gar nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Weil wenn hier die ganzen LEDs dran sind, dann blinkt da ordentlich alles schön. Steckt man aber hinten einen Hänger oder eben beim Prüfer daran, blinkt da nicht mehr. Blinkrelais habe ich schon ordentlich verlegt. Hier alle die Kabel, die sind hier unten drunter. Die muss ich jetzt noch hier da fixieren. An dem Holm wird das fixiert hier drunter. Ist noch nicht ganz, aber ich musste erst mal sehen, dass ich die Steckdose in die Hand kriege. Und jetzt guckt euch mal an, was ich dafür für eine Sache gebastelt habe. Ja. Hier hängt das Modul. Ich habe das jetzt einfach mit in den Kabelbaum sozusagen integriert. Da ist ja ein Stecker dran. Und dann haben wir hier nachher auch nochmal einen Stecker. Wo ist denn der? Da. Ja, und habe das erstmal alles provisorisch gemacht, um zu gucken, ob es denn funktioniert. Und was soll ich euch sagen? Wir blinken mal. Guckt mal. Es blinkt. Und es blinkt andere Seite auch. Und wenn ich Warnblink mache, blinkt es auch. Gut, es funktioniert auf jeden Fall jetzt. Jetzt muss ich da hinten aber irgendwie noch versuchen aufzuräumen. Ja, gut, weiter jetzt. So, ich habe aufgeräumt. Also wenn man jetzt von hier oben guckt, den Adapter, der ursprünglich mal vorne lag, irgendwo durcheinander da irgendwie mit Kabel über, der hängt jetzt hier. Und dann ist hier alles ordentlich fixiert, alles schick gemacht. Ja. Wenn hier nachher die Verkleidung drüber ist, sieht man ja nichts mehr von der Seite, von vorne, von hinten sieht man nichts. Und dann geht das Kabel hier unten weiter. Hier, das kommt dann noch fixiert, aber jetzt muss ich mal warten, bis wir noch eine neue Steckdose haben. Ich habe jetzt erstmal noch meinen Adapter hier zu liegen. Das wird noch neu gemacht. Das Kabel muss ich auch noch sehen, wie ich das verstaue. Jetzt muss ich mal die Verkleidung anbauen.
Ja, und das hier alles, das sind ja die Lampen. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie das aussieht, weil ich jetzt die Verkleidung drauf mache und die Lampen anklemme und gucke, ob das alles noch so funktioniert, wie ich wollte. Und fängt an zu regnen. Aber ich bin halt bloß mit Kabelbinder hier fixiert. Wie gesagt, hier läuft normalerweise der Kanal für die Variomatic als Ausgang. Der kommt ja weg hier, weil wir einen Schnorchel bauen. Haben wir hier normalerweise den Schacht. Weil der Scrambler mit Doppelauspuffer, nachher ist er ein bisschen anders verlegt. Dann hört er hier irgendwo irgendwie oder irgendwie da drüben irgendwie. Ja, gut. So, und dann gucke ich jetzt erstmal, ob das noch funktioniert. Und dann machen wir weiter. So, dann gucken wir nochmal finale Test. So, Blinklicht an. Also vorne blinkt schon mal, rechts. Hinten blinkt es rechts, Licht geht auch. Das Einzige, was nicht geht, ist die Nummernschildbeleuchtung hier drüben. Da ist ein Kabel ab, muss ich noch mal gucken, ob ich das noch repariert bekomme. Dann machen wir mal die andere Seite. Achso, hier blinkt es auch rechts. Jetzt blinkt es links, links und links. Anzeige geht auch wieder wunderbar alles. Machen wir nochmal Warnblink, dass auch alles funktioniert. Einwandfrei. So muss das denn. Und wenn man jetzt genau hinhört. Ja, ist der Teil hier. Der klackt jetzt so. So, dann gucken wir noch mit Licht. Licht geht vorne rechts nicht. Muss ich mal nach der Lampe gucken. Ich glaube, er hat gleich falsch eingebaut. Aber hinten müsste jetzt alles gehen. Ja, hinten war ja sowieso an. Gut. Alles wunderbar. Dann habe ich das eigentlich. Das ist auch ganz wichtig, dass wenn die Zündung aus ist, der Warnblinkschalter auch geht, ja? Ganz wichtig. Das muss trotzdem blinken. So. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft und jetzt ist auch alles ordentlich, fast ordentlich verlegt. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Das mache ich aber erst, wenn wir die ganze Plastikverkleidung richtig endgültig anschrauben. Vorher müssen wir es noch ein bisschen säubern. Ich habe es geschafft. Das Blinkrelais habe ich jetzt auch schon fixiert hier mit zwei Kabelbinder. Ist es jetzt hier unten drunter am Holm dran? Da stört keine Sau. Ja. Hier, alle, die hier das Scrambler-Projekt verfolgt haben, die wissen ja, dass der Schnorchel hier nachher noch lang kommt. Und dann stört hier alles, was hier so im Wege ist. Der muss ja hier hoch und hier raus. Ja, der muss hier hoch und hier raus. Und deswegen habe ich das Blinkrelais noch ein bisschen nach da innen gesetzt. Gut, ich bin happy. Einen ganzen Tag habe ich rumgekrepelt an die ganze Scheiße. Jetzt brauchen wir immer noch eine neue Steckdose für die Hängerankupplung hier, weil da fehlt ja hinten der Gummi. Und die ist schon ganz schön oxidiert, sieht man das? Ja, die ist schon ganz schön vergammelt. Da wollte Marek jetzt nochmal eine neue bestellen. Dann kann ich die auch endgültig alles fertig machen. Ihr seht auch, die ganzen Kabel sind alles ummantelt, alles schön isoliert, alles schick gemacht, außer die alten Kabel hier, das muss ich noch machen. Wie gesagt, das mache ich aber erst, wenn wir die Verkleidung richtig fest haben. Leute, ich hab's geschafft. Ah, die Nebelschlüssel, die muss ich mal testen, ne? Ob die geht. Die Nebelschlüssel, also hier leuchtet es schon mal, ja? Und hier? Ha, geht's auch. Oh, die blendet aber ganz schön. Also habe ich die Elektrik fast fertig. Ich gucke schnell mal vorne nach der Glühbirne da. Dann muss wir die kaputte sind, die ich eingebaut habe. Und dann können wir schon fast Schluss machen. Ja, andere Seite geht jetzt das Licht auch, ja? War aber die Glühbirne, die war leicht defekt und das funktioniert alles. Ich bin so happy. Dann kann ich jetzt endlich den Luftfilterkasten wieder aufbauen und mit dem Schnorchelkit anfangen. Dann müssen wir noch die Karre entlüften mit der Bremsanlage. Kommt im nächsten Teil ja noch, Spur einstellen. Und dann muss auf der Grube, dann müssen wir noch Ölwechsel für den Motor und die Triebe machen. Differential habe ich ja schon beide fertig. Und das Cover von G-Parts ist auch drauf. Da sieht man es. Ja, da. Und da dürfte eigentlich nicht mehr schieflaufen. Vielen Dank, dass er bei dem Video so lange durchgehalten hat. Das wird ja mal doller mit dem Regen draußen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Ich finde es echt klasse, dass ihr das wirklich so lange durchhaltet. Und DB Jack, der Tommy, der hat schon wieder Geld überwiesen. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist so krank, ja. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich von den 15 Euro kaufe. Ja, ich brauche aber noch so viel Werkzeug. Ha. Gut. Also ich denke mal, dass wir noch zwei Wochenenden brauchen und dann steht sie wieder komplett fertig da. Und dann machen wir mal so eine Zusammenlistung, wie viel die Karre gekostet hat, wie viel die Teile gekostet hat, haben. Und dann werden wir weitersehen, wa? Also wir haben jetzt noch, jetzt mussten wir noch ein paar Teile bestellen. Also eben mal die Steckdose für die Hängerkupplung, die wollten wir noch mal neu haben.
Wir brauchen auch noch einen Ölmessstab. Der ist nämlich abgebrochen, habe ich letztes Mal gesehen. Da fehlt was. Ich hoffe, dass es nicht im Motor liegt. Aber eigentlich bricht der ja hier nicht ab. Da kann man ja machen, was man will, oder? Der bricht doch nicht ab, der Teil. Der wird wohl draußen abgebrochen sein. Ja, muss ich gucken, wenn ich Motorenöl rauslasse, ob wir da schon ein bisschen Plastikspäne im Filter haben oder unten im Öl. Ich hoffe nicht, dass es im Motor liegt. Aber es ist eben bloß Kunststoff. Wir werden jedenfalls den Motor nicht rausschrauben und die Ölwanne rausnehmen und abbauen. Dann lassen wir es so, wie es ist. Risiko, aber Kunststoff wird ja nicht großartig was kaputt machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der einer den beiseite gepackt hat, runtergefallen, ruffgelatscht oder dass er dadurch kaputt gegangen ist. Gut, dann seid ihr gespannt auf den nächsten Teil. Wie war denn die Verkleidung, die wir alt anbauen? Ah, nee, du werde ich in der Woche machen. Ja, genau. Ich werde in der Woche jetzt den Luftfilterkasten in Ruhe anbauen, werde schon die Schnorchelvorbereitungen machen, kann dann schon nach und nach wieder die Kunststoffverkleidung hinten alles anbauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein, vergesst den Daumen hoch nicht, ja. Ja, ich habe heute den ganzen Tag geschraubt, da könnt ihr ruhig mal, auch wenn man einen Daumen runter macht, mal einen Daumen hoch machen, wa? Und ich bin so happy, dass es alles jetzt endlich funktioniert, so wie ich es will, und dass es auch ordentlich aussieht. Ah, gut. Jetzt aber gut. Haut rein, wa? Bis zum nächsten Video. Mann, sehe ich schwer aus.